Noch nie waren sich Mensch und Maschine so nah wie heute. Also ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen wie wenn die Drogen nehmen. Ne? Also so ein Rauscherlebnis auch. Waren Wissen und Macht so wenige Klicks von uns entfernt. Wenn der auf seiner Internetseite eine Kalaschnikow verkauft hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch ausprobiert, ob das funktioniert oder nicht. Und nie zuvor hat das Netz unsere Welt so demokratisch und gleichzeitig so kompliziert gemacht. Hi, mein Name ist Dennis Kogel und das ist Radio Motherboard, der Podcast von Weiß. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie beeinflusst Technologie unser Leben? Wir suchen die Menschen, die die Welt von morgen bauen. Am Anfang ist es noch so wie so ein Highscore, ne? So, ja, guck mal hier, ich habe 16 Stunden am Stück Bugs kaputt gemacht und so. Und treffen auf Spieleentwickler im Dauercrunch. Irgendwie hatte ich das Gefühl, oh, das ist so wichtig und bin dann wirklich von der Ausnüchterungszelle direkt wieder in die Arbeit geschlurft und habe dann weitergemacht. Wir nehmen euch mit auf unsere Recherchereisen und klingeln bei Menschen, die sich illegal im Netz Waffen bestellt haben. Wir kommen in dieses Treppenhaus, ganz normales Mietshaus. Auf einmal geht die Tür auf und da steht dieser ältere Herr vor uns, der absolut nicht aussieht wie ein Wutbürger. Es stellt sich raus, das ist ein Arzt, der gutes Geld verdient, aber es trotzdem für nötig hält, sich eine Waffe im Internet zu bestellen auf migrantenschreck.de. Gedanken darüber, wer dahinter steht, habe ich mir nicht wirklich gemacht. Aber Leute, die von entsprechenden Behörden als Gefährder eingeschätzt werden, dass man die in Deutschland mehr oder weniger unkontrolliert umherlaufen lässt, das finde ich noch sehr viel beunruhigender. Unsere Gesellschaft verändert sich. Hacking und Überwachung sind keine verschwörerischen Nerd-Themen, es sind Dinge, die uns im Alltag begleiten. Ich glaube, ich werde verrückt. Das hat mir Maya erzählt, weil ihr Mann immer wieder Informationen über sie hatte und gegen sie verwendet hatte, die er eigentlich gar nicht wissen konnte. Sie hat dann auf Verdacht ihr Handy durchsucht und hat dort tatsächlich eine Anwendung gefunden, die eine Spionage-App war. Und Maya ist nur eine von ganz vielen Betroffenen. Wissenschaft und Technik können unsere Welt verbessern, verunsichern, verändern. Bei Radio Motherboard hört ihr wie. Und das jede Woche neu.